Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Next Level Box von Azad. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Next Level von Azad, das erste Trap-Album von Azad. Und sein voriges Release war ja lange erwartet, Leben 2. So hat das Ganze ausgesehen, natürlich ebenfalls auf meinem Channel zu finden. Und jetzt ist Next Level hier. Und wir schauen uns die Box mal im Detail an. So, wir werden das Ganze mal von der Plastikfolie befreien, damit wir das hier gut anschauen können. Und es auch nicht mehr so krass spiegelt. Alles klar. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier Azad, Next Level und BM für Boss Music, also NXT LVL, und man sieht schon, das ist so eine spezielle Beschichtung, so eine Goldbeschichtung, die hier so glänzt und die auch hier im Licht entsprechend spiegelt. Ich hoffe, das kann man halbwegs sehen. Und wir sehen hier Azad mit beiden Händen vor dem Gesicht in einer Rauchwolke. Also an dieser Stelle auch nochmal Gruß an Boss Liquids. BM, nochmal Boss Music. Und hier ebenfalls, ansonsten komplett schwarz die Box. Und hier hinten das Azad Logo und Credits bzw. ein Barcode. Alles klar. Die Box ist relativ groß und quadratisch und sehr hoch. Das natürlich dem Inhalt geschuldet. Und jetzt schauen wir gleich mal, was wir darin finden. So, sieht der Deckel auch von innen aus. Komplett schwarz. Und wir haben als Inhalt einmal ein Poster. Dann haben wir die Boss Music La Classe Cap, die Instrumentals zum Album, das Album Next Level an sich und die Next Level Bonus EP. Jetzt ist die Box leer. Wir werden das Ganze wieder zumachen. Und jetzt schauen wir uns die Sachen mal im Detail an. Also, die Bonus-EP dürfte schon ausgepackt sein, also nicht mehr verschweißt. Aber das Album ist noch verschweißt. Deshalb auch hier wieder das Messer gefragt. Das ist die Frage. Egal, wir riskieren es einfach mal hier an der Seite. So, aber jetzt. So, das Ganze, kein Super Jewel Case, sondern wir haben es hier zu tun mit einem Digipack. So sieht das Ganze aus und wir haben hier 16 Tracks. Wir haben Features von Carlo, Animus, Scara Musi, Raf Camora, Bones MC, nochmals Carlo, Chase, Jesus, Carlo, Manuelsen und Cool Savage auf 16 Tracks. Also bis heute wurden ja veröffentlicht der Track mit Cool Savage, Endgegner. Was wurde noch veröffentlicht? Conor McGregor mit Carlo. Und Nach vorn und In der Hood. Ich glaube, diese vier Tracks, wenn ich richtig bin. Das Cover, jetzt ist hier etwas angetouched. Das Cover ebenfalls, wie auch schon das auf der Box, mit Rauch und Next Level in Gold. Dann haben wir hier das Booklet und hinterm Booklet nochmal ein goldener Azad-Schriftzug. Schauen wir uns das Booklet mal an. Wir haben hier Aufnahmen von Azad inklusive der Tracks aufgelistet. Und hier sehen wir schon, wer für Text bzw. Produktion verantwortlich ist. Und dieses Design
zieht sich jetzt durch das Booklet durch. Hier in der Mitte einmal Azad, oben ohne, mit dicker Zigarre und Sonnenbrille. Hier nochmals Azad mit Bomberjacke und Zigarre. Fällt nur noch irgendwie ein Panzer oder so, also sieht echt so aus wie so ein Panzergeneral. Dann hier weitere Tracks. Und am Ende nochmal das Bild mit der großen Rauchwolke. Und auf der Rückseite das Azad-Logo in Gold. Okay, Booklet geben wir zurück in das Digipack. Und dann geht es hier weiter und hier haben wir dann die CD, das Album und hier nochmal BM für Boss Music. Die CD in Schwarz-Gold, Next Level Aufschrift. So, so sieht das Ganze aus. Dann haben wir die Instrumentals, diese wie so oft in einer Papphülle, Next Level Instrumentals lesen wir hier, das Ganze in Schwarz-Weiß und eben wie auch schon das Album, nur mit dem Zusatz Instrumentals. Sehr schön. Und dann haben wir noch die Next Level Bonus EP, diese spannenderweise nicht in einem Pappschuber, sondern in dem Fall einer richtigen CD-Hülle. Next Level Bonus EP lesen wir hier. Und hier haben wir 6 Tracks aufgelistet. Und wir haben Features von Chase und Toon und nochmals Cool Savage. Wobei man hier sagen muss, das ist der Endgegner Remix. Also kein neuer Track mit Savage, sondern einfach nur der Remix des Tracks Endgegners. Also 5 neue Tracks und ein Remix. Und was ich sehr spannend finde, auch hier, okay, so ein Mini-Booklet quasi, also die Tracks nochmal aufgeschlüsselt bezüglich Produktion, Text. Die CD in Schwarz-Gold oder beziehungsweise Gold-Schwarz gehalten. BM lesen wir hier groß über die CD drüber und der Rückenteil oder die CD an sich, das Cover an sich, Entschuldigung, auch in diesem goldbraun, hellgold gehalten. Gut, dann haben wir das Poster, welches zweiseitig verwendbar ist. Und zwar haben wir auf der einen Seite Azad mit der Schlagringkette und einer Boss Cap oder Boss Music Cap. Sieht stark danach aus. Und auf der anderen Seite haben wir im Hochformat ebenfalls nochmal das Cover. Also wie auch schon auf dem Album oder auf der Box, haben wir hier Azad nochmal im Querformat in dieser Rauchwolke. Also ich muss ganz ehrlich sagen, echt schwere Entscheidung, weil für mich beide extrem, extrem gut aussehen. Und das ist einfach so diese klassische Azad-Pose von wegen 1, Nummer 1, One. Und ich glaube fast, dass mir das mehr gefällt. Auch wenn das mit dem Rauch echt gut aussieht und mit dem Next-Level-Schriftzug, aber ich würde mich ehrlich gesagt dann für diese Seite entscheiden, weil das ist für mich so die richtige Azad-Pose. Alles klar. Und dann haben wir als letzten Bestandteil zur Box ein paar Fäden weggemacht oder ein bisschen, wahrscheinlich irgendwelche Partikel aus der Box, irgendwelche Reste. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine Camouflage-Kappe. BM lesen wir hier groß, also Boss Music. Dann haben wir hier noch einen Aufnäher Next Level. Hinten das Logo von Laclasse, der Schriftzug. Das Ganze natürlich als Snapback, bedeutet, ihr könnt das individuell an euren Kopf anpassen, von der Größe her. Die rechte Seite ist glatt, also hier finden wir keinen Next Level oder sonstigen Aufdruck. Und dann haben wir die Innenseite. Und da muss man halt schon sagen, es wurde auch im Vorfeld viel diskutiert, dass das keine 0815 oder Standard Snapback ist. Also man fühlt es hier wirklich, das Schweißband ist wirklich ordentlich verarbeitet und wirklich dick, also deutlich
dicker und heftig gepolstert. Nicht so wie bei normalen Snapbacks, die man kennt. Und was lesen wir hier noch? Boss Music. 100% Acryl, ist klar. Made in China. 100% Polyester. Also Innenfutter 100% Polyester. Und Hauptmaterial, also außen die Oberfläche, 100% Acryl. Und dann haben wir hier noch überall diesen Next Level Schriftzug. Diese Bänder hier verarbeitet. Schaut jetzt in der Kamera vielleicht etwas orange aus, aber es ist wirklich so ein hellrot, ein mittelrot. Und der Schirm, das ist extrem spannend. Also Oberfläche normal wie die Kappe. Aber der Schirm hier unten, der ja auch rot ist, ist erstens mal deutlich dicker als normaler Schirm und hat hier so eine Lederschicht. Also es fühlt sich wirklich so nach Leder an und das ist ein ganz, ganz heftiges Gefühl. Also, Top-Kappe, speziell wenn man so auf Camouflage und so Military-Look steht, muss sagen, mir gefällt die Kappe richtig, richtig gut. Auch wenn ich es, ja, ist die Frage, etwas gewagt finde hier mit dem Roten unter dem Schwarz. Hätte vielleicht mir Schwarz auf Schwarz besser gefallen, aber dadurch, dass die ganze Kappe in dieser Orange-Rot-Optik ist und man das hier auch durchgezogen hat, hier, dass es leicht rausschaut, ist das hier natürlich auch passend. Ja, gefällt mir richtig gut. Man sieht es auch hier an den Nähten und an dem Logo an sich. Das ist echt, echt hochwertig. Keine Fäden oder irgendwelche Sachen, die hier wegstehen oder nicht verarbeitet wurden. Gefällt mir richtig gut. Okay, wir fassen noch einmal zum Abschluss zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal eben gezeigte Snapback von La Classe. Das Poster im Hochformat, zweiseitig bedruckt. Das Album Next Level im Digipack. Die Bonus-EP und die Instrumentals zum Album. Mich würde natürlich interessieren, was sagt ihr zum neuen Azad? Ist der Trap, der Next Level Azad, eher euer Azad oder seid ihr, und ich muss ehrlich sagen, das ist auch meine Meinung, eher der Meinung, Azad beherrscht das und sollte dabei bleiben? Ich stehe, um ehrlich zu sein, mehr auf den alten Azad, sage ich ganz ehrlich, aber ich kann es ihm nicht übel nehmen und er hat ja auch in vielen Interviews gemeint, er hat jetzt einfach Lust darauf. Wenn er Lust auf Trap hat, dann macht er Trap. Vielleicht fühlt er es beim nächsten Album immer noch. Vielleicht hat er auch beim nächsten Album irgendwie das Bedürfnis zu jodeln. Dann könnte er auch ein Album aufnehmen, wo er jodelt. Und ich finde, das ist einfach die Freiheit, die man dem Künstler einfach geben muss, dass er einfach das macht, worauf er Lust hat. Und er kann sich nicht immer nach irgendwelchen Leuten richten, die sagen, mach mal besser so, mach mal besser so. Er muss seinen Film durchziehen. Ob die Leute ihm dann treu bleiben oder nicht, sei mal dahingestellt, aber er muss damit leben können, er muss das vertreten können und dementsprechend wünsche ich ihm mit diesem Album alles Gute, auch wenn ich, wie gesagt, den Style von Leben, Leben 2 etc. bevorzuge. Wie gesagt, wenn ihr die Musik feiert, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, in der Videobeschreibung habe ich euch die Links reingepackt. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!